Bonjour und herzlich willkommen zur 46. Folge unseres Victoria 3 Let's Plays mit Frankreich. Ich bin der Palzi. In der letzten Folge hatten wir Dainam annektiert und ja, eigentlich sind wir aktuell in einer Situation, die weniger schön ist. Wir haben 65 Verrufenheit, das dank des Königs, der ja inzwischen abgesetzt ist, der ein Bandit war. Von daher vielleicht mal ein bisschen die Füße stillhalten, dass wir da rauskommen. Wir haben auch ein massives Haushaltsdefizit, das ich aber gerne beheben würde, indem wir in den Stadtverwaltungen umstellen auf Telefone. Telefone sind in 17 Monaten erforscht. Dann können wir da Fabriken hochzimmern und dann vielleicht sukzessive umstellen. Das ist so der Plan erstmal. Aggression tut ja nicht unbedingt Not jetzt. Sind die im britischen Markt, aber hier sind sie abgeschnitten, weil die Inder nicht mehr drin sind, besonders die Bengalen. Mit wem ist Makran eigentlich verbündet? Verteidigungspakt mit Persien. Persien zum Dominion machen wäre ja auch noch hübsch. Aber ich glaube, das 42. Nee, kommt, mal realistisch bleiben, so gerne ich das hätte. Wir gucken uns hier die Kolonisation an und unter Umständen müssen wir hier ja noch einen dicken Batzen. Hier würde ich auch gleich Staat erobern. Fressen 25, das wird uns dann schon an die 90 ran katapultieren. Ansonsten harren wir der Dinge, die da kommen mögen, und zwar einer Wahl in dem Fall. Das Stückel da eigentlich, was zu was gehört das denn? Ostangola. Okay, da sind wir sowieso dran, kolonisieren aber gerade da, okay. I see, I see, I see. Wenn die da zu nahe kommen, dann will ich hier gegen Transvaal mal einen Krieg führen. Da oben, geht mal da an der Grenze lang, Leute. Wahl in anderthalb Monaten. Ja, und die Briten kolonisieren richtig schön in die Richtung rüber. Erkennt man halt gut an diesem weißen Fleck da. Da haben sie zuletzt kolonisiert. Jetzt da. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, Transvaal anzugehen. Gummi in Katanga. Wie viel haben wir noch in der Bauqueue drin? 8 Seiten. Jetzt da unten. Wie sind denn die Beziehungen? Wir können erobern, das ist okay. Und da sind die Wahlergebnisse. Die radikale Partei, intellektuelle Landbewohner, 55%. Die FTSF, die Gewerkschafter, 21%. Die Streitkräfte 15 und die Industriellen 7. Na, dann gucken wir doch mal. Regierung ist rechtmäßig, nicht 100%. 100% wäre sie, wenn wir die Streitkräfte rauswerfen würden.
Ich habe gerade geguckt, ob irgendwas ist, wo wir die Streitkräfte noch für brauchen, aber sehe aktuell nichts. Wir müssten Autokratie oder Oligarchie sein, um die Planwirtschaft durchzusetzen. Räterepublik will keiner. Und wir brauchen halt für das Achievement, wenn wir Räterepublik sein und Planwirtschaft aktiv haben, wenn mich da nicht alles täuscht. Räterepublik mit Planwirtschaften. Das mit der Räterepublik habe ich wahrscheinlich verhunzt. Also kann sein, dass das Let's Play hier im Nichts endet. Aber ich werde es trotzdem sauber runterspielen. Und ich glaube, ich habe das schon in der letzten oder vorletzten Folge gesagt. Mit dem neuen DLC scheint mir das alles ein bisschen leichter zu sein. So, aber Regierungsumbildung. Schmeißen wir die Streitkräfte raus? Ich sag ja. Dann hätten wir wieder 100%. Ändert aber auch nichts. Das heißt, eigentlich können wir sie auch drin lassen. Überlegung ist halt, wenn sie drin sind, zurücksetzen, raus. Wie sieht denn das aus? Ich habe keine Lust. Ne, die sind mit 2,5 bzw. 2,4% weit davon entfernt, wieder eine maßgebliche Kraft zu werden. Habe mir halt Gedanken darüber gemacht, nicht, dass die sich irgendwie mit denen wieder zusammentun. Aber das Zusammentun geht meines Wissens erst dann, wenn die nicht mehr marginalisiert wären. Das heißt, wir könnten die Streitkräfte rausschmeißen, können sie aber auch drin lassen, aber ich schmeiße sie jetzt raus. Bestätigen. So. Und dann... Ach so, harren wir der Dinge und schauen hier auf die Kolonisation, ob wir da ein Diplomatiespiel starten müssen, gegebenenfalls gegen Transvaal. Großbritannien hat da kolonisiert. Mal gucken, wo unser hingeht. Jetzt kommen wir von oben. Und jetzt wird's eng. Wenn die jetzt halt... Kann man das hier irgendwo... Die gehen dahin. Ja, wir müssen... Staat erobern. Die 25 müssen wir schlucken. Damit sind wir bei 25,1, bei 88. Aber ich habe keine Lust, dass sie irgendwie in den britischen Markt noch reinkommen oder sonst wie Marionette oder so werden. Wie viele Truppen haben die? 5 plus 26, das heißt 31. Was haben wir in den entsprechenden Hauptquartieren? Welche Strategieregionen sind denn das? Das ist eigentlich beides Südafrika. Im Zansch kolonisieren wir nicht mehr. Die könnten wir benutzen. Kongo läuft noch eine Kolonisation. Achso, wir wollten ja sowieso unseren Simon. Simon kommt von Norden.
Und die aus dem Zansch kommen vom Süden. Die aus Südafrika nehme ich bewusst nicht, wenn es hier zu einem Aufstand der Zwana kommt, dass die dann da noch zur Verfügung stehen. Hier können wir Neutralität erklären. Ist das ein Staat nur? Das ist exakt ein Staat. Ich glaube nicht, dass jemand einsteigen wird. Ah, die Briten haben jetzt schon eine Verbindung dahin. Da ist Äquateur abgeschlossen. Regierungsverwaltung, Kasernen, Eisenbahn, erstmal inkooperieren. 2000 Defizit, wie wir sind denn das jetzt inzwischen? 11% Steuerverschwendung. Na, steigt jemand ein? Die Briten könnten ja jetzt bequem Truppen ranschaffen an die Front. Ich habe eigentlich auch zu spät reagiert. Ich hätte gleich zu Anfang der Folge da das Diplomatiespiel starten sollen. Wer neigt denn in ihre Richtung? Deutschland. Gummi in Annam. So, aber es ist niemand eingestiegen. Elektroeisenbahn war nicht unsere Tech. Und ich meine, wir haben auch nicht genügend Strom. Ach nee, Strom ist Grundbedarf. Nee, Strom ist okay. Könnten da tatsächlich umstellen. Auf Elektrozüge. Würde den Strompreis aber massiv erhöhen. Arbeiter gegen Maschinisten austauschen? Nee, erstmal nicht. So, da kommen die Neutralitäten. Modena wurde unterworfen von Österreich-Ungarn. Ubangi-Schari ist abgeschlossen. Regierungsverwaltung, Kasernen, Eisenbahn, Inkooperation, kurzer Check. Läuft, ja, läuft alles. Auch der Schriftzug ist doch richtig herrlich jetzt da. Ja, Großbritannien, da kannst du hier mal sonst was von abschneiden. Ja, und hier im Süden massives Vorstoßen. Wir sind hier 110, na, ist auch egal. Einfach rüberrutschen, obwohl einer von beiden wird ja. Bring du mal hier die Front voran. Dass wir die letzten Stücke da auch noch holen. Achille Nadeau und Simon. Warum gibt es denn hier keine Musik mehr? Musik aus. Hallo? Das war es dann mit Transvaal.
Botswana kümmern wir uns gleich drum. Wir jetzt hier die letzte Schlacht noch abwarten. Dann kann ich ihn auch in den Zansch versetzen. Dich in den Zansch. Und auch dich zurück zum Niger. Dann Botswana. Oh, guckt euch hier Großbritannien an. Ey, Mann, oh Mann, Botswana. Ist das. Ihr habt Regierungsverwaltung, ihr habt eine Eisenbahn. Euch fehlen noch Kasernen. Und dann inkooperieren. Wir euch denn zu kolonisieren, gibt es hier ja nichts mehr. Könnten jetzt auch schon langsam mal darüber nachdenken, das Kolonialamt runterzuschrauben. Könnten noch in Ostneuguinea einsteigen. Wie ist, ja, das lohnt aber nicht mehr. Nee, da halten wir uns raus. Das heißt, von der Institutionsstufe her runter im Kolonialamt. Ganz abschaffen möchte ich das nicht. Denn ein bisschen Kolonialwachstum ist ja noch okay. Aber die weißen Flecken sind an sich weg, ne? Ne, hier unten, aber da können wir ja eh nicht. Hier können wir auch nicht. Ah, ich lasse es auf 1. Schaden kann es nicht. So, dann. Transvaal wurde erobert. Na, gucken wir uns den Staat gleich mal an. Auch ihr bekommt Kasernen, die auf Maximum gehen. Die Bausektoren brauchen wir hier eigentlich nicht. Eisenbahnen haben sie. Da sind auch noch welche drin. Ist da jetzt in meine Bauqueue irgendwas reingekommen? Eisenbahn in Transvaal, meinetwegen ganz nach oben, aber die drei hier sind auf jeden Fall nicht von mir. Goldminen sieht soweit okay aus. Glashütten gar nicht besetzt, weg. Regierungsverwaltungen haben sie, Eisenbahn haben sie. Dann gucken wir uns die Produktionsmethoden kurz an. Na, das übliche, intensive Weidewirtschaft, Schlachthöfe. Das ist immer ein Geraffel, ne? Also Hartholz. Achso, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, vergessen. Als wir Dainam annektiert haben. Hier gibt es natürlich einen leckeren Bonus, ne? Indochinesische Wälder in allen drei Provinzen. Das heißt, da würde sich Holzwirtschaft tatsächlich lohnen. Aber wir waren hier im Transvaal. Nee, wir waren hier beschäftigt. Waren wir hier so weit durch? Da waren wir zuletzt. Ja, so, dann städtisch noch. Regierungsverwaltungen sind noch auf standardisiert. Stadtzentren.
Kurenwerke ist die Zweiteilung okay. Das waren die Werkzeugfabriken, Möbelfabriken. Ja, Transvaal ist das einzige, was nicht auf Produktionswerkzeuge steht. Bei den Tuchfabriken die Nähmaschinen. Und die stehen eh, da bin ich mir sicher, alle auf Elastikstoffe. Lebensmittelfabriken, Vakuumisierung. Bäm. So, dann passt es. Und Transvaal ist das neueste Mitglied Frankreichs. Achso, sollten wir vielleicht auch inkorporieren, ne? Bäm. Dauert auch nur 5 Jahre. Weil burisch, sprich europäische Wurzeln. Das heißt, das hätten wir. Kolonisation hier an sich soweit durch, würde ich denken. Aber expansionistisch, ja, 85, da geht nichts. Also ich, dieses blaue Gnarf. So, da wird noch kolonisiert und da 2 Kolonien nur noch, ja. Können dann aber mal wegen Truppen wieder gucken. Da können wir ja vielleicht auch noch welche... Oha, Infrastruktur sehe ich gerade. Vielleicht fangen wir mit wichtigeren Dingen an. Haben wir überall eine Regierungsverwaltung? Das ist die erste Frage. Ja, wir haben überall mindestens eine. Steuern. Da... Da, da, dann Eisenbahn, Infrastruktur, 1, 2, oh, Picardie, können wir gleich mal 3 setzen, wahrscheinlich eher 4. Und dann bitte auch noch nach Kasernen gucken. Ich will jetzt überall zumindest 5 stehen haben, auch wenn das ganz kleine Staaten sind. Die können aber hinten ran. 5 im Vertrag, da 5. Okay. Das wäre das. Wie groß ist die Bauschleife jetzt damit? 7. Eine Universität in Tongqing. Na, von mir aus, geh mit nach vorne. Aber du kommst mit Sicherheit nicht da. Die anderen sind erstmal wichtiger. So. Hübsch. Ja, haben wir uns doch insgesamt ein hübsches Stück Frankreich, Afrika gegönnt. Mich ärgert halt hier immer noch massiv, wie die Briten hier kolonisiert haben. Das ist echt eine Frechheit. Aber sei es drum. So, dann die Bauqueue mal abarbeiten. Das wird jetzt halt den Rest der Folge. Wir warten jetzt auf Telefone. Und dann müsste sich eigentlich auch das bürokratische Defizit beheben lassen, würde ich mal tippen. Wenn man sich das ansieht im städtischen Bereich, wenn wir hier in den Regierungsverwaltungen umstellen, erhalten wir 26.000, achso, das ist dann insgesamt 17, das heißt aber 9.000 Bürokratie mehr und damit sind wir dann auf jeden Fall aus den roten Zahlen raus. Mit wem verbessern wir hier denn eigentlich? Mit Bengalen, ja, ist okay. Marokko möchte kein Protektorat Spaniens werden. Ja, Marokko war ja auch nochmal so ein Thema.
auch Darfur, dass wir hier eine Verbindung hinbekommen. Ägypten praktisch ein bisschen was wegnehmen. Sind die immer noch auf Isolationismus? Ja. Aber wir müssen halt Verrufenheit abbauen. So, nächstes Jahr bis 70. Simon. Wie kann man das mit der Räterepublik deichseln? Es ist niemand dafür. Also wenn jemand von euch eine Idee hat, es scheint ja echt so zu sein, dass dadurch, dass ich den Völkerfrühling verpasst habe, das nicht klappen wird. Das heißt, man müsste darauf bauen, dass einer der Anführer das möchte. Ansonsten kann es sein, dass das hier im Sande verläuft. Da müsste es bald beendet sein. Da gehen wir auch in die letzten Züge rein. Ich meine, an das Zipfelchen kommen wir schon gar nicht mehr ran. Und das wäre dann das Ende der Kolonisation. Ist eigentlich inzwischen die Institutionsstufe runter? Nee, dauert noch. Aber das müsste jetzt, Ostangola müsste jetzt abgeschlossen sein mit dem Zipfel. Sag ich doch. So, Ostangola. Regierungsverwaltung, Kasernen, das und inkorporieren. Das heißt, es läuft nur noch eine Kolonie jetzt. Und auch die ist gleich durch. ...15 Tage. Und da ist auch Kongo Oriental fertig. Inkorporieren auch das. Dann kurzer Blick. Passt immer noch, also ich hatte geguckt wegen der Innovation, aber wir sind immer noch am Cap. Telefone kommt gleich, dann können wir Elektrofabriken einreihen. Da sind die Telefone. So, was wollen wir denn hier? Haben wir hier irgendwo was? Hier ist kein Spread drauf. So, im Militär? Auch nicht. Und in der Gesellschaft? Da kommt politische Aufwiegelung. Okay. Militär. Landefahrzeuge? Um die schwierigen, den Malus für schwierige Landung loszuwerden. Kriegsspiele wäre interessant. Aber werden wir irgendwo noch Landungen durchführen? Ja, wenn wir in Krieg mit Großbritannien reinrutschen. 26 Monate. Bolzen-Repetiergewehre wäre auch nett wegen MG-Schützen.
Es bringt auch eine neue Produktionsmethode für die Waffenfabriken. Bräuchten ein bisschen Öl mehr. Aber Öl war ja zuletzt überhaupt kein Thema. Und ich glaube, da haben wir noch Potenzial. Ölbohranlagen. Na, so viel Potenzial auch nicht insgesamt, wenn ich mir das so anschaue. Ein bisschen geht wohl noch, aber ja, wir haben nicht viel Öl. Und erstmal die Landefahrzeuge jetzt. Und mit der Entscheidung, liebe Leute, wäre es das dann auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sind jetzt von Nordafrika bis runter zum Kap in einer Linie verbunden. Sieht nicht so hübsch aus, wie es aussehen könnte. Aber ja, wir müssen jetzt halt Verrufenheit abbauen. Ja, wenn es gefallen hat und auch wenn es nicht gefallen hat, ihr kennt mich, ich nehme alles, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis zum nächsten Mal, euer Palzi.